geht's los. Jungs und Wichte, jetzt geht's los. Jetzt kommt der erste Test. Jetzt wollen wir mal gucken. Erstmal anpacken. Oh, schön leicht. Vom Gewicht her. Hier. So, jetzt packen wir das mal auf. Jetzt machen wir das mal auf. Oh. Guckt euch das mal an. Auf Chinesisch hier. Guckt euch das hier mal an. Da, die chinesische Schrift. Das ist Qualität. Guckt euch das mal an hier. Oh, hier. Hier kann man das hinten auch schön sehen. Die Beschreibung hier. Chinesische Beschreibung. Will ich mal eben gucken, ob ich da jetzt irgendwas von lesen kann. Da muss ich jetzt mal gucken. Das muss ich jetzt mal aufmachen. Oh, hier, das ist. Ja. Hier, die Verpackung. Leicht eingerissen. Ne? Das kommt wahrscheinlich auch wegen. Das kommt ja auch ganz von Shanghai. Ne? Das ist ja. Wie weit ist das von Shanghai nach Ostfriesland? Wie viele Kilometer? Das könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, liebe Zuschauer, wie weit das sein kann. Ich habe jetzt kein Google Maps und so, deswegen ist das ist richtig. Oh, das ist sehr gut verpackt. Aber die Verpackung war leicht aufgerissen. So, hier, jetzt kommen wir die Sache näher. Was ist das denn für ein Teil, ey? So, hier. Ui, so, hier, oh, das ist, hier, guck mal, Beschreibung. Das guckt euch mal an hier. Und alles auf Chinesisch. Hier. Guckt euch mal an. Alles auf Chinesisch, herrlich. Ach, hier unten, hier, da sind ein paar Klemmen. Hier, ach, die kann man so runterziehen hier. Das sind so extra spezielle Klemmen hier. Ach, hier oben sitzt auch noch was fest. Hier vom Feinsten. Also ich muss sagen, die Verpackung, sehr gut. Hier, Verpackung top. Also muss ich sagen, also hier ist soweit alles raus. So sieht die Verpackung auch mit den Flammen, wie schön gemacht, ne? Die Verpackung hier, wie schön das gemacht mit den Flammen, ne? Also da muss ich sagen, da bin ich begeistert. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man jetzt sowas hat und man muss natürlich, man weiß nicht genau, wie das funktioniert und die Beschreibung dazu lesen, ne? Das finde ich ja so interessant. Das müsste ich eigentlich mit dem Handy scannen oder irgendwie und dass ich dann die Beschreibung auf Deutsch habe. Das wäre doch noch was, oder? So, jetzt müssen wir, glaube ich, haben Batterien. Da kannst du, das ist eine, oh hier, Batterien. Also Material fühlt sich gut an, Plastik, aber trotzdem also ein bisschen hochwertiges Plastik. Weil ich ja auch aus der Kunststoffbranche komme. Ich bin ja früher schon mal, ne, im Dichtungswerk habe ich ja gearbeitet. Hier. Also das muss ich sagen, das fühlt sich gut an. So, jetzt wollen wir mal gucken. So, schalten wir ihn an. Da haben wir die Batterien rein. Das funktioniert leider noch nicht. Ich sehe den Anschalter von hier. Hä? Ach da! Hier! Da hinten ist er. Hier, da hinten ist der kleine schwarze Anschalter. So, ne? Da kann man die mit. Oh, hier! Guck dir ihn. Guck mal, funktioniert. Hat Batterien drin, funktioniert. Kommt ganz aus China. Shanghai, ich will gleich nochmal gucken, ob ich das finden kann, wo das genau weggeschickt worden ist. Manchmal kann man das in der Beschreibung. Ja, die Beschreibung ist jetzt nur auf Chinesisch. Aber da müssen wir gleich nochmal gucken. Und jetzt müssen wir mal gucken. Was kann ich denn. Ach, da kann ich vorschlagen, oder wie? Ah! Hier! Da steht auch ja hier, das ist eine Faust. Ha! Das ist doch Qualität, oder nicht? Guck mal, da kann man doch schön mit spielen hier. Und da kannst du so. Ja, so, wenn man das so macht, ist schwierig. Ja, geht auch, aber ist auf eher so mit Fingerschnips. Das müsste man natürlich sehen, das Spielzeug, ab was für ein Alter das ist. Ne? Was kann das sein? Ich meine, wenn das ja zu klein ist, die Kinder, die können es wahrscheinlich nicht, aber nur mal sagen, so als. Hier, da kannst du dann. Mit dem, da steht das mit dem Hebel. Hier steht das nochmal mit dem Finger. Schnipser steht hier auch nochmal drauf. Hier, 227. Ja, genau, der muss ein bisschen Dampf haben. Also man kann sich ruhig dazu trauen, da ein bisschen mit Schmackes draufzuschlagen. Also das. Man traut sich das irgendwie nicht so ein bisschen, weil man meint hier so, das könnte wohl so ein bisschen. Aber da ist eine Feder drin, ne? Qualität, also ich bin echt begeistert. Und guck mal, die schönen Farben, ne? Rot, grün. So, da können wir jetzt einmal einen kleinen Test machen. Du kannst ja auch mal im Snip schnippen. Du kannst ja einmal davor, wie viele Punkte du kriegst. Boah, hier. Hast du den Highscore? 266, das ist Qualität. Hier. 399. Jungse, 399. Ja, da könnt ihr mal sehen, da könnt ihr ja vielleicht mal selber, wenn ihr so einen Teil habt. Schreibt ihr das vielleicht mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr geholt habt. Ja, das, also ich würde sagen, dieses Spielzeug hier, das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Weil da kannst du Kinder und Erwachsene vielleicht auch sogar eine Freude mitmachen. Wenn du das zum Beispiel auf der Theke stehen hast, ne, du machst eine kleine Fete, hast das Ding auf der Theke stehen, da kannst du schön mit dem Finger vorschnipsen. Ne, und dann freut man sich. Highscore, muss ein kleines Schnäppchen ausgeben. Ihr wisst ja, wie das ist. Ne? So ein kleines Cheers, Piers, wer hier ist. Ne? Heißt, wer die Willis hat, muss bezahlen. Das ist Qualität. Also, das ist nicht schlecht. Boxing Club. Boxsack, Vorsnipsen, hier Highscore drin, zack. Also, kann man gebrauchen. Finde ich nicht schlecht. Das Geilste finde ich natürlich die Beschreibung.
Das finde ich am witzigsten. Schöne chinesische Beschreibung, herrlich. Also kann man gebrauchen, echt. Würde ich sagen. Zuschauer, schreibt das in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mein Qualitätscheck sagt Punkte. Vergebung, würde ich sagen, 8 Punkte. 8 Punkte. Qualität. Guck mal, wie schön der blinkt. Tschüss, liebe Zuschauer. Danke fürs Einschalten. Macht doch mal einen Daumen nach oben. Ich liebe euch alle. Chinesische Grüße von Didi. Das kann ich. Cringe-Level. Vor allem, er gibt einfach so einer Scheiße 8 Punkte. Weißt du, das ist einfach überhaupt gar kein System drin. Also, ja, pass auf! Das sind noch die hochwertigen Produkte. Das sind ja erstmal, wir fangen. Ja, du musst ja eben so gucken. Wir fangen erstmal an. Und du musst dem Zuschauer ja auch erzählen, ob das irgendwie nützlich ist. Hab ich doch. Ich find's nützlich. Was willst du damit machen? Ja, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt eine Partybude hast, eine Theke, stellst du auf der Theke und dann kommst du zum Beispiel rein, ja. Dann sage ich einfach Highscore, so. Und wenn du dann einfach nur 100 schaffst, dann gibst du einen aus. GSP ist weg hier. Über deiner? Meiner war über 300, 380. Hey, ja, das ist nicht da. Ja, mit Fingerschnitten. Da siehst du, da habt ihr schon Spaß. So einfach geht das. Ja, du weißt ja wieder nicht mehr der Punktevergebung. Ja, das ist doch eigentlich Schwachsinn, Didi. Wieso ist das Schwachsinn? Wieso ist das dann einfach Schwachsinn? Warum? Du vergibst einfach 8 Punkte und keiner weiß, was Ding nützlich ist oder nicht. Ja, pass auf. Ich bin doch der Qualitätschecker. So. Und ich sag dir, so ein Ding kannst du immer gebrauchen. Guck dir das mal an. Alleine schön die Farben, wie das blinkt. So, du donnerst einen vor. Ja, du musst dir nochmal vorne. Ja, starten. Was war dein Highscore? 300, knapp 400. So, du musst auch mal deine Finger begucken. Ich hab gewonnen. Du hast ja dicke Finger und ich hab nur so dünne Finger. Das ist auch ein bisschen Technik vielleicht, ein bisschen Kraft und Technik. Okay, dann geht ab. Kraft, Platz. Das ist auch ein bisschen Technik. Oh, das ist 700. Ihr meint alle, so die Chinesen, ich sag das immer wieder, die können was. Ich bin heute schon beglückt worden mit dem Schweißgerät. Kommt aus China. Das Teil kannst du gebrauchen. Ist nicht verkehrt. Wie war das nochmal in Spanien? Da kommt ja Spanisch vor. Das kommt ja das auch noch falsch. Hier, das kommt ja wahrscheinlich. Hey, wir haben doch was entdeckt. Wahnsinn. Ich mach das mal kurz an, damit wir mal sehen. Unser Boxing-Club, was wir eben so getestet haben. Das hat auch noch Sound. Wir hatten den eben einfach nur auf an. So, dann hat er ohne Sound. Und jetzt ist er hier oben. Wenn du den so, ist er aus. Und wenn du ihn nach oben schiebst, hat er Sound. Guck doch mal, das hat so ganz andere Qualität wieder. Da müssen wir einen Punkt noch mehr nach oben geben. Also das ist natürlich jetzt auch, also Wahnsinn. Da finde ich jetzt noch begeistert. Da bin ich nur begeistert. Klitz! Das ist auf Chinesisch. Das ist auf Chinesisch. So, das ist doch der Hammer, oder nicht? Wenn man sowas testet, da muss man auch genau hinkommen. Das ist jetzt dir gerade aufgefallen.